Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen GGS-Update-Spezial mit einem großen Block zum neuen DLC im LS19 und einem neuen Bus-Simulator. Am 26. März 2019 erscheint das erste DLC für den Landwirtschaftssimulator 19, das Anderson-DLC. Wir sehen hier im Hintergrund exklusiv, bisher hatte die, glaube ich, noch keiner die Bilder, zumindest nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme, einen Hybrid-X-Rundballen oder Quader-Wickler, das können wir hier sehen. Und ja, vielen Dank an die Firma Anderson, mit der wir für dieses Video kooperiert haben. Hier sehen wir nämlich Bilder auch dann in diesem Video im realen Einsatz dieser Maschinen. Es ist ja auch immer interessant zu sehen, wie sieht das denn dann auch in der Realität aus und wie wurde es im Spiel umgesetzt. Finde ich wahnsinnig spannend und möchte euch damit einen großen Mehrwert hier in meinem Kanal sehr gerne anbieten. Was ich übrigens interessant finde, ist, was wir hier für eine Ballenwurst machen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man das in der Realität nennt. Und hier geht es weiter mit dem IFX720, ein Inline Round Bale Wrapper. Und hier haben wir auch nochmal ein paar Bilder dazu aus der Realität. Wir können also nicht nur eine quadratische Wurst, sondern auch eine große Wurst machen. Dann haben wir hier noch einen Stoßfänger, heißt es so richtig, und den Bio-Baler WB55. Sowas habe ich noch nie gesehen, aber ihr seht, den gibt es in der Tat auch in der Realität. Ein zur Seite ausgeklapptes Gerät, beziehungsweise versetzt Fahren der Ballen-Schredder, muss man glaube ich richtig sagen, wenn ich das richtig gesehen habe, wo also die Ballen direkt dann verarbeitet werden können. Dann haben wir hier den Pro-Chop 150. Auch das hier ein neues Ingame-Bild, wenn ich das so richtig sehe. Und hier sehen wir das Ganze in der Realität. Da wird das ganze Teil mit Stroh befüllt. Und ihr seht, wenn ihr nochmal kritisiert, wie ich die Strohballen da reinpacke, dann guckt euch bitte dieses Bild an. Und auf die Idee bin ich ja noch nie gekommen. In 7 Jahren oder was LS-Spielen, dass man das Ding natürlich auch einfach als Ersatzgebläse nutzen kann. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Um sein Heu auf den Strohbalken zu schmeißen. Ja, hier den RB85 Ballenwickler. Das Ganze auch nochmal als Ballenwickler. Was redet der Mann da? Als Rundballenwickler, würde ich mal so sagen. Ich glaube, das Ding dürfte nicht mit Quaderballen funktionieren. Kann mich natürlich auch irren. Und das Ganze wieder hier einmal in-game. Und so sieht das ganze Ding in der Realität aus mit dem Greifer vorne dran. Hier ein riesen großes Gerät und da werden dann die Ballen entsprechend gewickelt. Warum auch immer man Strohball wickelt, das weiß ich gar nicht so genau, aber gut, man lernt ja auch nie aus. Und hier dann einmal in der Verkaufshalle, da sieht man hinten noch viele weitere Maschinen. Finde ich richtig spannend, das dann auch wirklich mal in der Realität zu sehen. Dann haben wir hier den RBM 2000, hey, ein Gerät für Garderoll und unser Projekt auf dem Biobauernhof, so wie es aussieht. Also zum Transport sozusagen von Ballen würde ich mal so annehmen. Das Ganze wieder hier in-game und da können wir schon sehr schön die Details sehen. Aber hier sehen wir, so sieht es in der Realität aus. Auch hier muss man wirklich sagen, es ist immer natürlich noch vom Spiel zur Realität immer noch ein bisschen, nee, andersrum, von der Realität zum Spiel immer noch ein bisschen Luft nach oben. Aber hier sehen wir einmal hinten auch die Details nochmal, so wie sieht es in der Realität aus. Interessant auch zu sehen, was da immer noch so auf dem Hof steht. Da hinten zum Beispiel, den hätte ich gerne. Naja, man kann sich halt auch Dinge wünschen. So, dann haben wir hier den RBM Pro 2000, so sieht er im Spiel aus und das Ganze ist ein riesiges Gerät auch hier wieder. Man ist ein bisschen immer schwer, die Länge einzuschätzen, wenn da kein Bezugspunkt dazu ist. Also, ne, wenn ihr Bilder macht, dann macht man die natürlich auch normalerweise in der Realität. Aber hier in der Realität mit einem Bezugspunkt, wollte ich sagen. Also man macht zum Beispiel eine Gebirgeaufnahme, stellt man Menschen davor, damit man so ein bisschen einen reellen Bezug hat. Hier sieht man es aber mit den Ballen sehr schön, was da drauf alles drauf passt. Dann haben wir den Stack Pro 7200. Hier sieht man mal sehr schön die Details an dieser Maschine. Guck mal, das Anderson-Logo, das ist da reingelasert auf Laserblech. Das finde ich sehr, sehr spannend. Habe ja selbst mal in der metallverarbeitenden Industrie gearbeitet. Und so sieht es auch in echt aus. Sehen wir hier irgendwo in der Wüste oder so. Keine Ahnung, guck mal hinten die Landschaft. Geil, oh, du sollst aber die Maschinen drehen. Au, oh, Alter, doppelbereifter John Deere. Jetzt geht's aber ab. Und hier seht ihr
perfekt gestapelt. So kennt ihr es ja auch von mir aus meinem Let's Play. So muss man Ballen aufstapeln. Es geht quasi nicht besser. Dann den TSR 3450. Das Ganze ist ein Quaderballentransportgerät. Ich bin mir gar nicht sicher. Doch, den hatten wir. Also, Quaderballentransport hatten wir auch, glaube ich, schon in dem Spiel mal drin gehabt. So sieht's aus. In der Realität jedenfalls. Und da sehen wir, das ist dann halt für große Quaderballen. Und so sieht's aus, wenn die abgeladen werden. Und so sieht es aus, wenn sie transportiert werden. Das Ganze in der Realität immer sehr, sehr schön zu sehen. Also ich finde es richtig toll. Da danke an Anderson für die Kooperation. So, dann scheint es ja so zu sein, dass die ganzen Ballenfirmen irgendwie, und das sieht man hier auch in dem M90 von Anderson, irgendwas auch immer mit dann noch mit Forsttransport machen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Wahrscheinlich, weil sie eh die mechanischen Komponenten haben und die Trailer-Sachen bauen können. Dann denken sie sich wahrscheinlich, ja gut, dann können wir das auch so machen. Und hier sehen wir dann das Ganze im realen Einsatz. Dann haben wir hier die Futtermischtechnik. Die kam ja so ein bisschen zu kurz im Spiel, wie ich finde. Wird jetzt ergänzt von Anderson durch den Smart Mix A700. Auch hier dann gleich nochmal, wenn ich das richtig sehe, in Realität. Und was wir hier auch schon wieder festhalten können, ist, dass hier wirklich sehr, sehr viel Liebe in das Detail geflossen ist. Finde ich also sehr, sehr schön. Und hier sehen wir das Ganze wieder in Realität. Da sehen wir also sehr, sehr schön, wie detailliert die ganze Geschichte ausgearbeitet ist. Auch im Game. Da freue ich mich auf jeden Fall schon mal riesig drauf, mit euch das gemeinsam zu spielen in unserem Biohof-Projekt. Und hier sehen wir den 950, wahrscheinlich ein bisschen größerer. Vielleicht haben wir sogar Glück und können damit unsere riesen BGA damit ein bisschen einfacher leer machen in Zukunft. Das wäre auf jeden Fall eine tolle Sache. Ja, bin gespannt auf die Größenunterschiede. Und jetzt haben wir einen kleinen Rauswerfer noch. Was ist schöner als Bilder? Richtig, bewegte Bilder in einem Trailer. Hier ist er. Los geht's. Giants Software. Da hinten fährt die Eisenbahn. Das ist natürlich Bestechung. Was das jetzt mit Essen zu tun hat, weiß ich nicht. Und da sehen wir als erstes den... Ja, ich komme gar nicht hinterher mit kommentieren. Also wir sehen im Prinzip nochmal die ganzen Maschinen, die wir jetzt gerade uns im Detail schon angeschaut haben. Und wie die dann auch im Betrieb aussehen. Also Bilder sind ja schon mal ganz schön. Aber hier sieht man dann auch nochmal... im Betrieb, wie das Ganze funktioniert. Und ich muss sagen, diese Futtermischwagen, die sehen schon ziemlich groß aus und da sieht man auch schon unseren Biohof. Sehr gut. Und auch das hier finde ich interessant. Ihr seht also, ne, das wird direkt vom Feld gehäckselt und in Ballen gepresst und so weiter. So sieht es zumindest aus. Ja, und Quaderballentransport natürlich auch eine feine Sache. Können wir damit Cosplay machen. Mit dem Stack Pro 7200. Und hier Rundballen, wunderbare Silageballen. Und da ist auch mal eine Frage beantwortet, warum man die nicht zu Dreierhaufen aufeinander packen kann. Also die Entwickler haben mir zugehört. Hier der M160 zum Holztransport. Aber man kann hier auch drei Rundballen in Parallele sozusagen transportieren. Das war ja so ein bisschen meine Frage. Hier dann nochmal der Ballenwickler im Einsatz mit schwarzer Folie und New Holland Trecker davor. Fällt mir gerade so auf. Ja, wir können uns also auf viele neue Inhalte freuen im ersten DLC. Wie ihr das bestellen könnt, das vielleicht schon in der Videobeschreibung. Ansonsten folgt meinen sozialen Medieneinträgen, wenn es da Sonderpreise gibt. Für euch natürlich hier immer zum besten Preis, wenn es geht. Unsere Freunde von Aerosoft und VIS basteln wieder mal an einem neuen Spiel. Dieses Mal verschlägt es uns in eine Buswerkstatt. Und das ist eigentlich interessant, denn ansonsten gibt es ja diese Werkstatt-Simulationen nur vom Fließband und aus der Konserve und aus dem Vorlagenkatalog von Playway. Hier aber wird ein komplett neues Spiel gebaut. Und als ich zum ersten Mal davon erfahren habe, war natürlich meine Frage, hey, wird es denn genauso detailliert werden wie damals eure Simulatoren? Und als Antwort kam der ein oder andere Screenshot, den wir hier jetzt auch in diesem kleinen Teaser-Trailer sehen können. Und ich würde mal sagen, die Antwort lautet ja. Denn hier sieht man echt sehr, sehr viele Details und es ist auch ein Fachmann am Werke, der da im Hintergrund dran rumschraubt, im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch an Bussen rumschraubt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ein neuer Titel aus dem Hause VIS, der ein Simulator ist. Na, das ist ja mal eine Sache. Da bin ich mal gespannt, wie es auch da weitergeht und freue mich drauf.
Euch wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere News nicht verpassen wollt zu Simulationen und anderen Spielen und natürlich meine fantastischen Let's Play Videos aus den verschiedenen Bereichen, dann lasst gerne ein Abo da und ich freue mich jetzt auf euer Feedback zu diesen beiden News. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier in meinem Kanal.